Heidenbannertiere, Familie gibt ihres Bruders bekannt. Am 19. Februar 2023 starb Jansen Panettiere im Alter von nur 28 Jahren, nachdem er nicht ansprechbar in seiner Wohnung im US-Bundesstaat New York vorgefunden wurde. Ein schrecklicher Verlust, der seine große Schwester Heidenbannertiere, 33, sowie seine Eltern in tiefe Trauer stürzt. Nun hat die Familie ein emotionales Statement veröffentlicht, indem sie auch Jansens Todesursache bekannt gibt. Jansens Herz konnte man in seinen Augen sehen, seinen Charme in seinem brillanten, einnehmenden Lächeln, seine Seele in seinen meisterhaften und aufschlussreichen Gemälden und die Lebensfreude in seinem trockenen Witz. Heißt es in dem Statement, dass Jansens Mutter Leslie Vogel, sein Vater Skip und Schwester Heiden Panettiere gegenüber ABC News abgegeben haben. Sein Charisma, seine Herzlichkeit, sein Mitgefühl für andere und sein kreativer Geist werden für immer in unseren Herzen und in den Herzen aller, denen er begegnet ist, weiterleben, lauten weitere emotionale Zeilen. Zudem erklärt die trauernde Familie. Der Gerichtsmediziner habe das plötzliche Ableben des 28-Jährigen auf eine Kardiomegalie zurückgeführt. Diese Vergrößerung des Herzens sei in Verbindung mit Komplikationen der Aortenklappe aufgetreten. Wir sind aufrichtig dankbar für die Liebe und Unterstützung, die unserer Familie entgegengebracht wird. Während wir diesen unvorstellbaren Verlust bewältigen, und bitten darum, dass uns in dieser Zeit der Trauer unsere Privatsphäre gewährt wird. So die Familie. Schließlich wenden sich die Heroes-Darstellerin und ihre Eltern direkt an ihren geliebten Bruder bzw. Sohn, wir lieben dich so sehr. Jansen, und du wirst für immer in unseren Herzen sein. Anführungszeichen. Verwendete Quelle, abknefs.com.